Let's Play Far Cry 4. Genau, wir haben ja zwei Missionen hier und was weiß der Geier, und wir machen gleich mal, ich würde sagen, alter, scheiß Kontrolle hier, spinnt herum. Ach, ich sehe auch lustig, weil sonst war hier beim Anfang, war hier oben, glaube ich, immer was frei, aber hier ist ja, das ist ja auch neu, kann man hier oben nur Faustwaffen tragen, also einhändige Waffen, und hier kann man halt die normalen Waffen tragen. Gut, egal, wir machen mal eine Mission von Zabal. Ja, würde ich sagen. Zabal! Naja gut, Propagandamaschine. Versprechen kann ich das nicht, dass ich nicht fall, weil ich bin ja schon mal bei Far Cry 3 bei der Leuchtturm auch immer heruntergefallen, und hier ist das auch noch größer. Das könnte heißen, dass ich vielleicht hier öfter runterfalle oder auch nicht, aber mal schauen. Hey Kollege, alles klar? Ich erschieße dich schon nicht, keine Sorge. So, auf geht er. Und AJ schreit natürlich auch nicht so wie Jason. Yay, woo! Aber gut. Wahrscheinlich machen die das alles als Hobby. Auch so. Das ist nichts Besonderes. So, Kollege. Wir dürfen nicht was kaufen, ich weiß. Ja, ich brauche jetzt nichts. Fahrzeugsteuerung. Das ist auch jetzt anders. Standardsteuerung. Lenken, Beschleunigung, Bremsen, bla bla bla. Schießen, Handbremse. Du kannst die Fahrzeugsteuerung mit. Bla bla Keks. Okay. Mit deiner Seitwaffe kannst du beim Fahren schießen. Standardsteuerung. Schießen, Wurfgeschoss werfen. Drücke beim Fahren, um die Fahrhilfe zu aktivieren. Ist sie aktiviert, folgt dem Fahrzeug, der startet automatisch, während du Ziele nebenan und hinter dem Fahrzeug analysieren kannst. Genau. Also brauche ich nicht mehr auf die Straße schauen, weil dann ich muss nur Gas geben und das. Und er fährt automatisch halt. Da könnt ihr was sehen. So, ich gebe jetzt nur Gas. Ich schwöre. Ach, du Kacke, genau, ich muss ja hier was machen. Jetzt bekommen wir unsere wichtigstes Gadget, sozusagen. Wenn ich hier mal, boah, alter Gott, gerade ausfallen ist auch nicht so die Stärke, ne? AJ, was denn los? So. Sieh dir die Unfallstelle an, genau. Was ist denn hier falsch? Ah, hier ist da was. Ein Kletterhaken, ein Traum. Sehr schön, so. Und ab jetzt geht es ab. Das ist so geil gemacht. Ha. Da macht es das Hochklettern gleich viel Spaß wie das gerade ausgeht, sozusagen. Also man kann es sich jetzt auch hoch und runter auch perfekt bewegen. Und man kann so tatsächlich schwingen. Das ist ein Traum. Zack, kann man sehen. So, was ist mit dir los? Du bist doch ein Feind, oder? Du hast jedenfalls so eine Kleidung und doch bist ein Feind. Tja, das ist wahrscheinlich auch wird hier zum Herumschwingen, aber ist nicht ganz gelungen. Naja, was soll's. Kann mir Latte sein. So, hier nochmal rüber. Zack. Und zack. Ja, kann man sehen, im Schwung tut er den Kletterhaken weg und wirft er gleichzeitig den Kletterhaken dorthin. Das ist. Nee. AJ, du bist ein fucking Hero. Zabal, keine Wache und so, was ist denn das? Ist das hier ein Kollege von uns? Ich glaube nicht. Das heißt. Macht der? Ja, natürlich, Propagandadinge, säubert der, ist klar. Mhm. Das wirst du aber noch zu bereuen wissen. Immer so, du Schwanz. Ja, ja. Oh, oh, oh. Tschüss und so. So, weg damit. Brauche ich nicht. Scheiße hier. Wo zum Teufel hast du hier eigentlich was getan? Da ist doch nur ein Boden. Naja. Ach genau, jetzt labert die Keule wieder ohne Ende, warum das Pergament so toll ist und das.
Ja, dass der goldene Pfad der Touristen sind, so was wir eh im letzten Part schon gelesen haben, und was weiß der Geier, und dass der goldene Pfad scheiße ist und alles und ja. What the fuck, wo kommst du jetzt her? Geht's eigentlich noch? Wo kommst du jetzt her, Kollege? Sag mal, haben sie ins Gehirn gejaxt? Nur mal so zur Info, wenn ihr das Spiel selber habt und den Bienenstock abschießt, ganz einfach, tut es nicht. Tut es nicht. Ich habe das einmal getan und Alter, die verfolgen einen so lange, bis man entweder, ja, bis man in Sicherheit kommt, so wie, ja, gleich. So wie, wenn man ins Wasser springt, dann ist man sicher, glaube ich. Oder wenn man halt stirbt, weil die stechen einen so oft. Also ich bin bis jetzt jedes Mal drauf gegangen, wenn ich die Bienenstöcke angeschossen habe. Aber versucht es nicht. Also die gehen, glaube ich, gar nicht auf die Feinde los. Also was ich mitbekommen habe, da Bienen sind in dem Spiel scheiße. So, Glockentürme. Erreiche die Spitze des Glockenturms, um Pergamins Propagandasignal zu stören. Genau das wollten wir auch. Befreie Türme, um den Nebel auf der Karte zu lichten. So erhältst du Zugang zu kostenlosen Waffen und schaltest neue Aufgaben frei. Genau. Kennt man alles von GTA 3. GTA 3. Ist klar. Far Cry 3 meine ich natürlich. Boah, bin ich doof. Mann, Mann, Mann. Ist klar, jetzt gehe ich auf GTA auch schon, oder was? Gott. So, hier hoch. Oh mein Gott, es ist endlich mal ruhig. Die Keule hat mal aufgehört zum Labern. Ich glaube es nicht. So, hier. Gesundheits- und Sicherheitswarnung. Ja, bla. Bla, bla, bla. Wen interessiert das, Mann? So. Mach auf. Mach auf. So. Heppa. So, ich scheiße mal auf die Truhen, weil wir finden sowieso ohne Ende Truhen, aber ich suche jetzt nicht die Truhen so herum. Wenn ich zufällig mal eine finde, dann, ja, dann nehme ich sie ja mit. So, und die lasse ich auf keinen Fall ausrennen, weil die nervt eh nur. Nur mal so. Ach ja, König hier gerade. Boah, bin ich froh, wenn die Klappe halt hält. Halt. Könnt ihr das auch wegmachen? Ne. Ja, ist ja gut. Pergamins Licht ist so toll. Oh, der kann mich mal. Kleiner Arsch, der hat meinen Bus überfallen. Jedenfalls seinen Soldaten. So, hier noch eine Truhe. Jo. Zack. So, hier unten ist auch noch eine Truhe, aber wie gesagt, die suche ich jetzt nicht. Das ist mir zu blöd. Wir finden es ja so im Laufe des Spiels 10.000 Truhen. Zack. 17 sind aber hier nur komischerweise, obwohl die Map irgendwie größer vorkommt. Naja, was soll's. Brakaras Farm. Haus der alten Isha. Hier geht's voll ab, hier ist wieder der Weltkrieg. Und Kyras Zuflucht. Okay. Und hier ist auch eine Moneymühle, die was wir auch drehen können. Aber ich glaube von der Moneymühle. Also, von der Moneymühle gibt es glaube ich nur 20 oder so. Also das ist. Ja, aber sie sind auch gut versteckt. So, hier ist schon eine Nebenmission, eine neue. Das ist die erste. Die würde ich sagen, machen wir gleich. Was soll's? So, und hier haben wir jetzt die ganzen Tiere auch schon. Wir brauchen ja natürlich noch einen Sambar. Und das ist hier ein bisschen verbuggt, weil ich habe hier die ganze Zeit, wie ich das erste Mal durchgespielt habe, habe ich die ganze Zeit hier in dem Gebiet hier gesucht, wo sie eigentlich sind. Und was habe ich gefunden? Nix. Aber hier bei dem See, ich glaube, das ist ein See oder ein Teich. Ne, das ist ein Teich, glaube ich. Bei dem See, ich sage jetzt einfach mal See, ist, dort sind die Viecher. Das ist so komisch. Also, frag mich nicht. Also, ich, ja, doch, bei dem Ding hier sind die Baharal. Gut. So, Propagandamaschine beendet. Yo, ist ja geil. Okay, die Mission ist hier unten. Passt. Let's go. Zack. Sehr schön. Ja, ich komm schon. Warte mal. Warte, Kollege, warte, Mann. Ich hab doch keine Zeit für dich. Doch, hab ich. Bin schon da, bin schon da, bin schon da. Was ist los? Der goldene Pfad benötigt Vorräte. Sammle die Vorräte an den angegebenen Fundstellen und bringe sie zu den Leuten, die sie am dringendsten brauchen. Bin dabei. Die Royal Army versorgt ihre Truppen mit meiner Deko. Ich kriege jetzt die Koordinaten der Abbruchzone.
What the f... Alter, mein Quad hier zum Fahren ist echt scheiße. Nur mal so, wir haben jetzt hier keine Zeit oder so, so wie bei Far Cry 3 irgendwie, weil das war ja, glaube ich, auch Zeit immer, glaube ich, wenn mich nicht alles täuscht. Egal, da haben wir jetzt keine Zeit, nur wir haben erst dann Zeit, wenn wir die zwei Vorräte jetzt haben. Also jetzt können wir hier ganz gemütlich und ganz vorsichtig hier alles machen. So, normalerweise sind die immer Feinde. Oder auch nicht. Ist klar. Wir sind doch immer Feinde. Oder kommt das ja später irgendwann mal. Na ja, gut, was soll's. So, Truhe. Truhe. Und Zettel. Und Pam. Danke, aber ich brauche kein Glück, ich bin hier Profi und so. Naja, eigentlich nicht, aber okay. Bisschen angeben muss auch sein. So. Komm schon, hoch. Es wäre echt geil, wenn wir mal einen Helikopter finden würden, weil dann wäre das viel einfacher. Sind wir hier schon? Nee, das ist komplett woanders. What the fuck? Das ist hier oben, aha. Achtung! Boah! Fast überfahren. What? Shit. Ah. Alter. Das Quadlenk ist so bescheuert. Sehr schön. So. Und hier, Feinde? Denn ich traue das ganze Ding natürlich nicht. Wölfe, aber na toll. Skraft! Schlampe. Das heißt, hier sind keine Feinde, aber die würden dann sowieso schon tot liegen. Okay. Passt. So, was steht denn hier eigentlich? No Golden Pfad, Pergamin, Aura Saber. Aha. Kein goldener Pfad, Pergamin ist euer Retter, oder was? Na gut. So, ich nehme ihn gleich wieder mit. Wenn schon hier rumgurkst, kein Problem. So. Mein Bethaus, aha. Ach genau, und 150 Propaganda-Dinger sind hier nur so irgendwo, also die Plakate. Also da haben wir schon ein bisschen was vor zum Sammeln. So, und jetzt haben wir Zeitlimit, genau. So, ja, Klappe. Ich muss hier mal gucken. Warte mal, wenn ich hier hinfahre, dann passt das, oder? Ja, fuck! Komm schon, fahr. Ich hasse Zeitlimits so sehr. Könnt ihr euch nicht vorstellen. Ich kann euch nicht helfen, tut mir leid. Shit. What? Scheiße, boah. Aber wir haben es über... Fuck you. Wir haben es echt überlebt. Wir haben noch eine Minute. Perfekt. Ja, Mann. Gott. So, hier, zack. Okay. Sehr gut. Hi, der Finne. Okay. Die Mission hätten wir. So, jetzt haben wir eigentlich eh keine Mission, keine weitere. Ja, hinten wäre eine Beutekiste, aber die brauchen wir jetzt eh nicht. Scheiß drauf. So, ab zu Banapur und machen wir die Amita-Mission. So. Ach ja, eine alternative Fahrzeugsteuerung steht im Abschnitt, bla bla bla. Indischen Design angehört. Um die Uniform. Ach nein, den indischen Designer werden wir auch noch ein bisschen besuchen und finden und was weiß der Geier. So, warte mal. Ich würde ganz gerne die ganze Scheiße verkaufen. Stormer, ja. Okay. Verkaufen bin ich falsch. So, nein. Ja, ist klar. Ne, hier will ich hin, danke. Okay. Gibt es hier schon irgendeine Waffe mit Schalldämpfer? Ich weiß, ich habe im letzten Part gesagt, dass ich die jetzt da kaufe, aber. Weil ich jetzt die ganze Zeit gerade Videos hochlade und dazu ist mein Internet zu schwach, dass ich hier in Uplay reinkomme.
Das heißt, dass ich dann das irgendwann mache, wenn ich mal kein Video hochlade. Aber ich glaube, bei der nächsten Aufnahme werde ich dann das machen. Dann werden wir endlich damit mit dieser Gurke auch zocken. Kann ich hier irgendwo schon mal.